In diesem Tutorial möchte ich dir WeTransfer vorstellen. WeTransfer wurde 2009 gegründet und hat sich auf das unkomplizierte Versenden von größeren Dateien spezialisiert. Mittlerweile ist das Angebot um ein paar nützliche Tools gewachsen. Welche das sind und wie das alles funktioniert, erfährst du in diesem Video. Über WeTransfer.com gelangst du auf die Seite. Mit dem Plus kannst du dann einfach Dateien oder ganze Ordner hochladen. Gib die Empfänger- und Absender-E-Mail ein und schreibe eine Nachricht an den Empfänger. Sobald die Dateien hochgeladen sind, erhält der Empfänger von WeTransfer eine E-Mail mit dem Download-Link und deiner Nachricht. Sobald der Empfänger die Dateien heruntergeladen hat, erhältst du ebenfalls eine Benachrichtigung. Alternativ kannst du auch einen Link erstellen und diesen dann aus deinem E-Mail-Programm verschicken. Als Pro-Member kannst du außerdem bestimmen, wie lange der Link benutzbar sein soll und gegebenenfalls mit einem Passwort versehen. WeTransfer bietet mit WePresent eine Plattform für Künstler verschiedenster Stilrichtungen, um ihre Werke zu präsentieren. Mittlerweile ein großes Sammelsurium aus vielseitigen interessanten Werken zum Stöbern und sich inspirieren lassen. Zur WeTransfer-Familie haben sich noch drei weitere Tools dazugesellt, die das Visualisieren, Festhalten und Gruppieren von Ideen erleichtern soll. Da wäre zum einen Paste. Paste hilft dir, deine Ideen umzusetzen. Erstelle ein neues Deck und kreiere aus verschiedenen Medien deine Collage. Du kannst Dateien hinzuladen, Fotos und andere Medien integrieren und sie mit anderen teilen. Um dir den Einstieg zu erleichtern, kannst du auch eines der Templates verwenden. Paper ist wie ein Sketchbook, hier kannst du deine Ideen festhalten, zeichnen, ausschneiden und Collagen erstellen. Allerdings gibt es das Tool momentan nur für das iPhone. Mit Collect kannst du, ebenfalls nur auf dem Smartphone, deine Ideen sammeln und organisieren. Du kannst mit deinem Smartphone zum Beispiel ein Foto machen und es in deinem Board speichern, um es dann direkt im Team zu teilen. WeTransfer ist umsonst und ermöglicht es dir, Dateien bis 2 GB zu verschicken. Für mehr Uploadgröße und mehr Kontrolle über den Link kannst du ein Upgrade machen. WeTransfer bietet einen unkomplizierten Weg, ohne Anmeldung und Werbung, Dateien und Ordner schnell zu verschicken. Die zusätzlichen Tools können beim Festhalten und Visualisieren deiner Ideen durchaus nützlich sein. Vor allem das große Archiv aus gesammelten Kunstwerken macht WeTransfer besonders und verleiht der Benutzeroberfläche einen schönen Look. Hat dir das Video gefallen? Dann lass uns ein Like da. Abonniere unseren Kanal, um noch mehr solcher Videos zu sehen.